Okay, für den Kampf gegen den Basilisken. Würdest du bitte würfeln? Okay. Okay, das ist eine 4, das bedeutet, dass du tot bist. Was? Du bist tot. So, du bist dran. Bitte einmal würfeln. Okay. Okay, eine 5. Das bedeutet, du stirbst. Moment. Das ist eine 5. Ach so, ja, tot. Was hätte ich denn würfeln müssen? Eine 8 oder höher. Ach so, ich hätte mit einem W20 würfeln müssen. Nee, der W6 war schon richtig. So, bei dir, du bist tot. Was? Ich habe doch noch nicht mal gewürfelt. Ja, trotzdem tot. Was zur Hölle ist das eigentlich für ein Spiel? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, als ich ein bestimmtes Spiel gespielt habe. Waxworks. Eines dieser verdammten Spiele aus der Reihe. Es ist berühmt, weil man so verdammt oft, so verdammt stilvoll und verdammt brutal sterben kann. Tatsächlich habe ich es nie wirklich intensiv gespielt und wenn doch, dann war ich überwiegend mit Sterben beschäftigt. Das Spiel stammt aus dem Hause Horrorsoft, welches zunächst mit Personal Nightmare, einem ähnlichen Spielkonzept, bekannt und mit der Elvira-Reihe berühmt wurde. Allesamt Spieler aus dem Mindset der Brüder Mike und Simon Woodruff. Waxworks sollte das letzte Spiel unter dem Label Horrorsoft sein. Da die Brüder sich anschließend der Simon the Sorcerer-Reihe widmeten, wurde ihre Spieleschmiede natürlich Adventuresoft genannt. Ihre Zahnpasta-Produktion lief unter der Marke Dentasoft und Schokokekse unter dem Namen So Unverhofft Soft. Doch nun wieder zum eigentlichen Punkt. Worum geht es in Waxworks? Es geht um eine Hexe, die irgendwann im Mittelalter beim Stehlen eines Hutes erwischt wurde und deswegen eine Hand einbüßen musste. In ihrer Rage verfluchte sie die Familie des Bestohlenen. Jedes Mal, wenn einer seiner Nachfahren Zwillinge gebären würde, würde einer von ihnen bei Erreichen des Erwachsenenalters dem Bösen verfallen. Zahlreiche Generationen später spielen wir einen dieser Nachfahren, der ins Wachsfigurenkabinett seines verstorbenen Onkels Boris gerufen wird. Es stellt sich heraus, dass unser Zwillingsbruder Alex just Opfer des Fluches wurde, doch Boris hat herausgefunden, wie sich der Fluch brechen lässt. In seinem magischen Wachsfigurenkabinett werden wir durch 4 Spielwelten geschickt, in denen es gilt, jeweils eine Inkarnation des bösen Zwillings zu finden und zu eliminieren. Einmal müssen wir im alten Ägypten einen bösen Hohepriester stellen und im Labyrinth einer Pyramide entkommen, ein anderes Mal müssen wir im alten London Jack the Ripper zur Strecke bringen. Im dritten Akt gilt es, auf einem zombie-infestierten Friedhof den Nekromanten Wladimir zu erledigen, bevor wir aus einer Mine entfliehen, welche von einem zu einer Giftpflanze mutierten letzten Zwilling heimgesucht wird. Nach jeder Episode erhalten wir einen weiteren Gegenstand, der dazu dient, die Hexe möglichst brutal abzuschlachten, bevor sie den Fluch wirken kann, denn genau das ist der einfachste Weg, den Fluch zu verhindern. Keine Entschuldigung, kein Schlichten, kein friedfertiges Auflösen der Situation. Man muss der armen Frau einfach nur direkt nach dem Abhacken der Hand vollends den Rest geben. Brought to you by Misanthroposoft. Dieses Ziel erreichen wir, indem wir Labyrinthe durchschreiten, gegen Bösewichte antreten, Gegenstände kombinieren und uns größte Mühe geben, dabei nicht zu sterben. War Personal Nightmare noch ein reines Adventure und die Elvira-Spiele zumindest noch rätselorientiert, ist Waxwork jetzt eher ein Dungeon-Crawler mit leichtem RPG-Einschlag und ein paar Rätselchen. Die London-Episode hat noch mit die meisten Rätsel. In Ägypten kommt es vor allem auf die Orientierung an und auf dem Friedhof muss ordentlich gekämpft werden. Eigentlich ist für jeden was da. Gesteuert wird wahlweise komplett mit der Maus oder mit Maus- und Cursor-Tasten. Der Aufbau des Spielinterfaces ist intuitiv. Im unteren Teil sehen wir gesammelte Gegenstände, oben rechts einige Interaktions-Icons sowie den Knopf, um in den Kampfmodus zu wechseln. Über die Glaskugel kann man mit dem Geist von Onkel Boris in Kontakt treten und sich hilfreiche Tipps holen. Links lässt sich ein Kompass einblenden, den man aber auch dringend braucht, denn hier ist schon mein erster Kritikpunkt. Es ist wahnsinnig schwierig, sich zu orientieren. Vor allem in der Mine und der Pyramide ist das ein Albtraum. Karte malen ist Pflicht. Am besten googelt ihr direkt nach einer Karte, das ist noch nicht mal Cheaten. Ohne Karte ist man schlichtweg verloren. Keine Minimap, das macht das Spiel unnötig kompliziert und sorgt dafür, dass der Spieler auf billigste Art zurückgehalten wird. Hat man das Thema Orientierung erledigt, erscheint das nächste Problem. Man kann allen möglichen Käse mitnehmen, den man nie braucht. Gut, das Inventar ist unendlich groß, trotzdem ist es recht anstrengend, ständig durch ein übervolles Inventar scrollen zu müssen. Frei nach dem Motto: voll bepackt mit tollen Sachen, die das Inventar schwer machen, das ist das Waxworks-Feeling. Ein Topf, eine Hacke, ganz viel Zeug, das du nie brauchst, das ist das Waxworks-Feeling.
Zum Lösen von Rätseln und einigen mittelschweren Knobeleien gesellt sich noch der Kampf. Und auch dieser ist zu kritisieren. Mehr als stumpfes Anklicken des Gegners bleibt dem Spieler nicht übrig. Selbst die RPG-Elemente kommen hier zu kurz. Es gibt zwar Level-Ups, diese werden aber automatisch durchgeführt. So gesehen basiert das Kampfsystem fast ausschließlich auf Zufall. Auch hier ist das Credo, die Kämpfe fordern heraus und bringen dem Spiel etwas Schwierigkeitsgrad. In Wahrheit strecken sie aber nur die Zeit und nötigen den Spieler dazu, noch öfter zu speichern, als er es ohnehin schon tut. Action kommt keine auf. Sollten Kämpfe eher so aussehen, so sieht der Kampf bei Waxworks vielmehr so aus. Für Einsteiger eher nicht empfohlen, Fans des Genres sollten aber zugreifen. Und wer die Kämpfe besteht, dem wird der vierte Punkt zum Verhängnis, die Fallen. Oh, ihr werdet so verdammt oft sterben, dass euch Dark Souls wie ein Familienbrettspielabend vorkommt. Das alleine ist noch nicht das Problem. Wer zum Beispiel in diese bissigen Lianen reinläuft, ist ja wohl selber schuld, dass er verreckt. Was soll die auch anderes tun, als dem Helden den Kopf runterzureißen? Pflanzen kann man nie trauen. Aber wenn man beim Dungeon Crawlen zufällig diesen ein Pixel breiten Stolperdraht übersieht, dann ist es aus. Was zur Hölle? Bis hierhin haben wir also ein Spiel, das vor allem mit Orientierungslosigkeit, einem unmöglichen Kampfsystem, haufenweise roter Heringe und unfairem Spielertöten glänzt. Wieso ist Waxworks also immer noch ein kleines Kultspiel? Naja, grafisch weiß es zu begeistern. So wie Simon the Sorcerer die Konkurrenz mit grafischem Detailreichtum in den Schatten gestellt hat, so tat das Waxworks mit ähnlichen Genrevertretern. Die Grafik schwankt zwischen gruseligem, absurdem und schlichtweg extrem brutalem Flair. Die Todesanimationen waren zur Zeit des Erscheinens sicher eine Grenzüberschreitung. Und selbst nach heutigen Maßstäben finde ich einige Sequenzen noch ziemlich übelerregend. Dahinter steckt nicht einfach nur ein krankes Gehirn, sondern ein krankes Gehirn mit Fantasie und Liebe zum Detail. Was es umso gruseliger macht. Nein, die optische Darstellung lässt sich nicht klumpen. Und auch die Musik gefällt gut, latent unheimlich und kaum merklich steigern, sobald ein Gegner in der Nähe ist. Und welches Victory-Theme sagt so sehr "Fuck yeah, du hast das Spiel geschafft" wie dieses hier? Kommt es euch bekannt vor? Nein? Dann spiele ich mal die Amiga-Version davon ein. Ja, jetzt sollte der Groschen ja wohl fallen. Wenn ich Waxworks also zumindest eines verdanke, dann ein krass geiles Intro-Jingle für meine Videos. Eine Empfehlung für Waxworks kann ich nur schwer abgeben. Auf jeden Fall ist das Spiel es wert, dass man mal reinschaut und sei es nur zum temporären Nostalgie-Trash-Gruseln. Spielerisch bietet es nicht wirklich viel. Etwas knobeln, etwas entdecken, das war's aber schon. Nicht mal das übliche Fans des Genres greifen zu würde hier passen. Fans des Genres empfehle ich vielmehr vergleichbare Spiele wie Lords of Doom oder eben Personal Nightmare. Wer es dennoch mit dem Spiel aufnehmen will, der sollte vor allem einen Walkthrough, eine Karte und haufenweise Geduld bereithalten. Wem vor allem Letzteres fehlt, dem empfehle ich vielmehr sich auf YouTube einen Longplay anzuschauen, direkt gefolgt von dem Video, das nochmal alle Todessequenzen aneinanderreiht. Damit hat man eigentlich die wichtigsten Aspekte von dem Spiel abgedeckt, man hat es dann eigentlich auch gesehen und muss dann noch nicht mal groß auf das Horrorambiente und die tatsächlich gelungene gruselige Atmosphäre verzichten. Spielerisch bietet es ansonsten wirklich nicht mehr. Schade eigentlich. Potenzial hätt's gehabt. Jetzt wünsche ich euch noch schönes Halloween und bis bald. Abgefuckt vor viele Sachen, die dein Leben kürzer machen. Das ist das Waxworks Feeling. Erhängt, ausgeweidet, ausgesaugt und aufgeschlitzt. Das ist das Waxworks Feeling. Mein Krokodil, der Kopf ist ab, du kratzt zum tausendsten Mal ab. Das ist das Waxworks Feeling. Jemand Bock auf eine Runde? Coco Crazy?